Herzlich willkommen bei PinTV, jetzt mit der 7. Episode. Dieses Mal haben wir für euch den Trailer von Incident 4 und die Kaiser Suspension Frame wird auseinandergenommen. Von Havoc gibt es einige neue Klamotten, die ihr auch auf der Website anschauen könnt. Geht doch mal auf www.havocclothing.com, schaut euch die Klamotten dort an. Wenn ihr ein bisschen nach rechts durchscrollt, findet ihr eigentlich ein paar ganz coole Motive, die sich wirklich sehen lassen können. Marco vom X-World Skate Shop hat uns wissen lassen, dass sozusagen bei ihm um die Ecke in Herzogenaurach eine neue Ramp steht, die eigentlich ganz cool sein soll. Ihr könnt euch ja einen kleinen Eindruck davon verschaffen, indem ihr einfach mal hier die Bilder anschaut. Ansonsten schaut doch da vorbei, wenn ihr genau wissen wollt, wo es ist oder irgendwie eine Kontaktadresse braucht, dann schreibt doch einfach eine E-Mail an den X-World Skate Shop. Kommen wir in der Media-Ecke zu Incident 4. Incident ist ja eigentlich wirklich so ein Projekt der Frankfurter Skater, was aber schon immer für echtes Streetskaten gestanden hat, seit 98. Und wir bilden natürlich mit den Frankfurter Skatern den Kern. Es werden aber auch einige Talente dabei sein, die nicht aus Frankfurt stammen. So bekommt zum Beispiel diesmal Shootingstar aus München Alex Rudolph ein Profile. Und auch Arne Dahlmeier, der vorher noch nie ein Profile in irgendeinem Video hatte, wird bei uns groß gefeatured werden. Des Weiteren bekommen wir viel Skaten aus ganz Europa in die DVD, zum Beispiel aus Portugal, aus Spanien, aus Holland, wenn alles klappt, aus Israel und Ungarn. Deswegen auf jeden Fall auch eine internationalere DVD als früher. Am besten, ihr schaut euch einfach mal diesen Trailer an, den wir für euch haben, denn der hat jetzt bei uns hier im PinTV Weltpremiere. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ihr einen größeren Einblick in die Arbeit an dem Video haben wollt, dann schaut doch einfach die neue Episode von B-Roll an unter www.be-mac.com. Also B-Mac, wer die Adresse nicht kennt, ich weiß auch nicht, der muss einiges verpasst haben. Schaut da mal rein, B-Roll, so ein bisschen Hintergrundbericht über die DVD und die extrem harte Arbeit an diesem Projekt. Thank you.
So, wie in der letzten Woche angekündigt, nehmen wir diesmal die Kaiser Suspension Frame durch. Das heißt, wir erklären im Einzelnen, wie diese Frame funktioniert. Was ihr unbedingt beachten solltet, wenn ihr die Frame an euren Skate montiert, ihr müsst die Arme entfernen und es funktioniert nicht, dass man die komplette Frame dran schraubt. Also zuerst den Mittelblock dran setzen und festschrauben und erst dann die Arme mit den Wheels befestigen. Vergesst dabei nicht, dass diese Schrauben für hier, um es in den Boot zu befestigen, Unterlegscheiben haben. Also vergesst die nicht vorher dran zu machen und damit dann in den Boot zu schrauben. Wenn ihr die Arme befestigt habt, denkt dran, hinten das rote Gummi und vorne das gelbe Gummi. Das liegt daran, dass das härtere das rote ist und hinten nämlich den härteren Aufprall abfangen kann und das gelbe ein bisschen weicher ist, weil vorne die Federung ja nicht so stark sein muss. Des Weiteren solltet ihr darauf achten, dass die Rollen auf keinen Fall größer als 56 mm sind, denn wenn sie größer sind und sich die Arme beim Gap wirklich nach oben bewegen, um die Dämpfung zu ermöglichen, berühren die Rollen ansonsten den Boot und dann fallt ihr nämlich hin. Herzlich willkommen hier beim Grinders Trick Guide, hier bei PinTV. Ich bin André Lepsi, skate seit 12 Jahren und ich führe euch in Zukunft die verschiedenen Trickvariationen vor. Ja, viel Spaß! Der Frontside und der Backside sind absolute Basics. Sollte man am Anfang probieren, um das Gleichgewicht zu üben. Man kann auch schlecht hängen bleiben oder wegrutschen, da man einfach nur auf den beiden Innenseiten des Fußes balanciert. Also immer Gewicht in der Mitte halten. Beim Fahrvergnügen oder Full Torque sollte man darauf achten, noch genügend Gewicht nach hinten gelehnt zu haben, um nicht vorne überzufallen oder hängen zu bleiben. Also vorab checken, ob das Rail oder das Curb schnell genug rutscht und dann auch genug Gewicht nach hinten oder mittig legen.